Alter, jetzt gehen wir doch nicht auf den Sack. Materialreste. Oh, sehr schön. Oh, auch sehr gut. Oh, sehr gut. Rucksack beladen. Sit tight. I'm bringing this stuff home. Roger that. We'll be waiting. Nach Hause funken und rufen nach Plünderer. I found some supplies. Bitte eine abholen. Sehr gut, sehr gut. Das können wir auch dann gleich die andere Station ausbauen. Ah, ist das geil. Hey Lily, just wanted an update on stuff at home. There's an issue with the infirmary. Oh Gott, Fatty McFett Fett. Oh, Mac Oberfett, war das nicht dem, wo wir nicht dagegen fahren können? Kann alles. Fuck. Dieser Fettsack, echt. Das gibt's ja nicht. Komm, wir probieren's nochmal. Na, geht doch. Ekelhaft, wie der aufgeplatzt ist. Oh, Hilfe, dieses Gekratze. Ja, wir probieren es gleich weiter. Entschuldigung, Leute. Das ist echt unangenehm. Und du bist tot. That should do it. Ah ja, so, jetzt haben wir auch den letzten Zombie im Herd. Zerstört, würde ich mal behaupten. Ah, warte mal, wir helfen mal kurz den Kollegen, der wird nämlich schon von Zombie verfolgt, sehe ich gerade auf der Karte. Ja. Alter, geh weg da! Es geht dich gar nichts an da vorne. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch den da oben. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch den da oben zerstören, aber den machen wir später, vor allem nicht mit den kaputten hier. Ach, es sind einfach nur öffentliche Toiletten. Scheiße. Sind wir jetzt voll in die Sackgasse, ne? Fuck, 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 fuck. Verdammte Axt. Die Leute sind sich hingehen, dass da nichts mehr ist. Aber gut, bei öffentlichen Toiletten ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass da was ist. Ich würde fast behaupten, wir könnten. Stirb, du Sackgesicht! An den elenden Todes! Du auch! Geh runter auf den Boden! Stirb! Gut, gehen wir lassen jetzt nochmal da rein. Gut, auch hier ist nichts drin, dann. Geil, er kann da sogar rüberklettern. Wow! Das wollen Zombie auch gekonnt hätten, normal ist halt das nicht. Wieder ein Überlebender. Oh, ja, es ist echt mühselig langsam. Ich kann mir schon vorstellen, um wen es sich handelt. Nee, die Kollegin ist sogar da noch.
holt sich ihre Zusatzsachen ab. Und ich will jetzt nicht, dass die auch noch verschollen geht, deswegen. Halt ich da schnell hin. Und schau, dass sie zumindest halbwegs nach Hause kommt. Ah, fuck. Ja, dann lass uns zusammen gehen. Weil wenn sie sicher nach Hause kommt, haben wir wieder ein Stück gewonnen. Oh, das Gebäude können wir durchsuchen, sehe ich gerade. Aber das machen wir wann anders. Sehr gut. Siehst du, hat sich schon gelohnt, dass wir mitgehen. Aber zusammengehen. Huh, ziemlich anstrengend, ne? So eine Zombie-Apokalypse. Müssen wir uns so überlegen, als müssen wir nämlich dann auf jeden Fall nach den Überlebenden ausschalten. Das hat jetzt höchste Priorität. Beziehungsweise bauen wir jetzt erst einmal unsere Werkstatt aus. Das wäre auch sehr wichtig. How's it going? I'm almost there. Gut, ich denke mal, das schafft jetzt auch noch diesen kurzen Stück da alleine ohne mich. Hui! Moral, Angst, mehr Außenposten einrichten, Werkstatt einrichten, erforderliche praktische. Was praktische Grundlagen? Was soll denn das jetzt heißen? Okay, that was it. My hero. Ah, das heißt, dass wir jetzt auf jeden Fall bauen können. Genau. 40 Stück haben wir jetzt. Also jetzt können wir auf jeden Fall jetzt erst einmal zur Werkstatt ausbauen. Das baut noch aus, ne? Nach praktischen Grundlagen suchen. Willst du mich verarschen? Mit einer richtigen Werkstatt können wir Autos operieren. Ja, dann machen wir das mal. Dauert 15 Minuten, sehr gut. Okay, schauen wir doch mal, wen haben wir denn zur Verfügung? Diese nette Dame, die ist auch ziemlich stark eigentlich. Nehmen wir, wechseln wir. Ja, wechseln wir, sehr gut. Und für was? Natürlich, um unseren Überlebenden zu finden. Ah ja, praktische Grundlagen. Können wir dann später schauen. Es gibt so viel zu tun. Was? Ja, Gottes Willen, hey. Wir kommen echt gar nicht hinterher, das ist unglaublich. Und eine Mission nach der anderen, unendlich lang. Und die werden auch, also mir zumindest, noch nicht einmal langweilig. Gut, dieses, oh, wir müssen den Vermissten ja suchen, das wird langsam echt ödend. Aber immerhin sehe ich da halt noch den praktischen Nutzen, beziehungsweise noch dieses Pflichtbewusstsein. Weil wenn da einer weg ist, merken wir es einfach, ne? Wenn der bloß gleich drin wäre, dann wäre es ja okay. Aber der ist ja dann nicht in den Gebäude, sondern wieder in irgendein anderen. Müssen wir ewig lang suchen. Wie? So, kommt immer wieder einer neu rein. Egal, welcher Tami das ist, der macht mir langsam Angst. Alter! Ich krieg doch nicht gleich hin, was ist denn dir los? Ist ja peinlich. Check, nichts gefunden.
Da haben wir eh schon mal geschaut. Wisst ihr noch, vor ewig vielen Folgen. Und wie immer haben wir hier natürlich dann gleich wieder niemanden drinnen. Enttäuschend, aber wahr. Time to move on. Aber wir können, müssen diesmal nur 3 Häuser durchsuchen. Gott sei Dank, nicht wieder 5 wie vorhin. Das war ja assi. Anybody home? So, wenn wir schnell durchsuchen, können wir wieder die Hintertür abhauen, bevor der Zombie hier reinkommt. Aber ich glaube nicht, dass es klappen wird. Nein, hat nicht geklappt. Zombie tot. Klappe zu, Affe tot, passt. Auch hier ist unser Kollege natürlich nicht drin. Consider this one searched. So, das letzte ist dann eben... Meine Güte, aber gut, wenigstens ist er dann nur drin. Es sind wie gesagt Gott sei Dank nur 3 Häuser, nicht wieder 5 wie vorhin. Das waren ja, wie beim letzten Mal, das war ja richtig assi. Sehr gut, ist hier rausklettern. Hey, are you in that? Ah, gleich 2 hier. Nein! Laut, Schmerz. Stirb! Du darfst auch gleich sterben, du blöder Sack. Alter. Mal erstmal üblich die Tür zu machen. Irgendwo hier sollte er eigentlich sein. Oder auch nicht. Und da müssen wir weitere Häuser suchen. Das wäre ja schrecklich. Da ist er. I can't thank you enough. I'm done here. Nein. Nee, oder? Der Markus! Wir haben Markus wiedergefunden. Ich bin so glücklich. Dich mal eine gute Nachricht seit Ewigkeiten. Kann man nicht durchsuchen? Okay. Ja, komm, lass uns zurückgehen. Oh, ich bin ja so glücklich. So glücklich, komm. Wir sind die Zombies, egal, Markus, du lebst. Bin so glücklich, leck mich am Arsch. Ah, wirklich, endlich mal wieder eine gute Nachricht. Unvorstellbar. You got it from here? Okay, that's all we need. Wow, endlich. Unglaublich. Was? Irgendwie komisch. Man kann nicht vorsichtig genug sein, ja. Sind wir hier oder hier sind die? Okay. Der Infektionsherd hat irgendwas errichtet. Wahrscheinlich sind unsere Kollegen jetzt tot. Scheiße, wa? Sind unsere Freunde da hinten? Mhm, soweit aber alles noch okay. Boah, ich kann es gar nicht erwarten, dass der Vertrauen endlich mal irgendwo ein höheres Niveau hat. Krankenbeutel müssen wir auf jeden Fall uns dann kümmern, aber ohne Scheiß, Leute, ich mache jetzt eine Aufnahmepause. Boah, das machen wir alles beim nächsten Mal. Wir haben wieder Markus, ich bin überglücklich deswegen und deswegen sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, Leute.